Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mutality. Wir schauen uns heute mal den AMX 1357 an. Hier steht das gute Prunkstück in unserer Garage. Drei Mann Besatzung hat er. Und am besten, wir vergleichen diesen Stufe 7 Premium Panzer der Franzosen mit dem AMX 1375, der ebenfalls Stufe 7 ist. Wir wissen noch nicht, was er kosten wird. Wir wissen nicht, wann er rauskommen wird. Aber das werden wir wohl bald erfahren. Ja. Er kommt mit 890 Hitpoints daher, das ist ein Tick weniger als der normale 1375. Er hat ungefähr das gleiche Gewicht, die gleiche Engine, den gleichen Topspeed, dreht sich etwas langsamer, hat, Moment, 50mm Frontpanzerung, das sind 10mm mehr als der 1375, fällt denn aber dann doch nicht mehr so auf. Also wenn ihr hier Granaten von einem T-30 oder so abfangt, ja, ist vorbei. Ja, ansonsten 40mm Turret-Armor, das ist genau das gleiche wie beim 1375. Das einzige, was hier wirklich ganz, ganz anders ist, ist die Kanone. Und zwar ist es keine 75mm Kanone, sondern eine 57mm Kanone, wie der Name des Panzers schon sagt. Ihr habt 8 Shells, nicht so wie beim 1375. Zwischen den Shells eine Sekunde Reload-Zeit, also ihr haut diese 8 Schuss wirklich verdammt schnell raus. Nur 143 Pen. Und wenn ihr diese 8 Schuss raus habt, müsst ihr 16 Sekunden lang nachladen. Das geht ein bisschen schneller mit Brothers in Arms, haben wir hier leider auf dem Account noch nicht. Mit Ventilation, also Lüftung, geht es ebenfalls schneller. Und durch die 2,3 Sekunden Aiming Time empfehle ich euch hier auf jeden Fall einen Gunlaying Drive. Das konnten wir uns auf dem Account hier auch noch nicht einbauen, werde ich dann aber tun. Das Enhanced Gunlaying Drive ist hier Pflicht. Oh, ganz wichtig. Ansonsten 143 Pen. Das ist für Tier 7 okay, für einen Light Tank. Ihr beschießt ja auch nur andere Light Tanks, Artis oder Panzerhecks. Aber ihr müsst euch Gedanken machen, ihr kommt nämlich auch mit dem hier in Tier 9er. Das heißt, da ist ein reiner Scout, kann sich nicht wirklich wehren und muss wirklich höllisch aufpassen, wohin er schießt. Ihr könnt natürlich auch APCA laden, haben wir hier gemacht. Mit 195 Pen ist es dann wieder okay. 90 Durchschnittsschaden. Mal 8 sind ungefähr 720 Durchschnittsschaden. Das ist okay. Das reicht für die meisten Panzer, um sie schnell mal in die Panzerhölle zu schicken. Ja, 2,3 Aiming Time ist ziemlich hoch. Ansonsten haben wir noch eine Genauigkeit von 0,37. Das ist okay. Ja, also er fährt sich wirklich wie ein kleiner Scout. Ihr könnt andere Scouts ohne Probleme rausnehmen. Sollten sie allerdings mit mehr als 1000 HP kommen, solltet ihr machen, dass ihr wegkommt. Ja, gut, wir schauen uns das Ding einfach mal live an. Bis gleich. Da ist das gute Stück der 1357. Zusammen mit der Kriegsheldin war ich hier auf Ensk unterwegs. Und ganz wichtig, was ihr unbedingt wissen solltet, bevor ihr euch das Ding irgendwie zulegt oder erspielt, wir wissen ja noch nicht, wie wir da rankommen werden, ist, dass das Ding ein Scout-Matchmaking hat. Also, ihr werdet niemals Tier 7er sehen. Ja, ihr seid ja ein Tier 7er Light Tank. Seht dann also auch Tier 8er, Tier 9er und Tier 10er. Und wenn ein E100 bei euch anklopft oder etwas anderes in der Art, ist es ganz, ganz schnell vorbei. Deshalb sehr, sehr vorsichtig fahren. Es ist halt wirklich ein Scout. Gegen andere Scouts ist er nicht ganz so gut. Seine Geschwindigkeit, Topspeed ist okay, aber ehe er die erreicht hat, dauert es eine Weile. Ansonsten natürlich die Kanone mit 143 Pen seht ihr im Tier 10er selten. Mehr als nur Hex von Panzern. Solltet ihr nur die Front sehen, habt ihr ein Problem. So, hier auf Ensk hatte ich Glück, kam mir hier absolut nichts entgegen und ich dachte mal, fahren wir mal vor zur Arti. Da haben wir sie, Rechtsklick drauf und ja, weg ist sie. 4 Schuss gebraucht. Wir haben jetzt noch 4 im Magazin, haben da eine 280 HP M44. Diese schießt an uns vorbei und der letzte Schuss von uns ging daneben. Um sie rauszunehmen, die 4 HP müssen wir jetzt rammen. War ein bisschen schnell. Wir haben da ordentlich 250 HP eingebüßt. Nur wegen dem Rammversuch, aber egal. Die Arti ist weg. Wir laden wieder nach. Sieht man hier leider im Replay nicht. 16 Sekunden Reload-Zeit. Natürlich kann man diese drücken durch Brothers in Arms, also Waffenbrüder auf der Besatzung. Sollten ja die meisten 1375, 1390 Fahrer haben. Und durch Lüftung kann man diese ebenfalls noch reduzieren. Aber ihr solltet euch natürlich immer darüber im Klaren sein, wenn ihr eure 8 Schuss raus habt, seid ihr mindestens 15 Sekunden lang verwundbar. Deshalb dort immer einen Plan B in der Tasche haben, abhauen,
so schnell es geht. Und der hier ist im Anfahren nicht ganz der schnellste. Der T71 ist schneller. Der 1390 ein bisschen, nicht viel. Aber gut, man muss halt wirklich aufpassen. Gerade gegen höherstufige Lights, die ihr dann natürlich ebenfalls in Tier 8er, 9er und 10er Battles findet, habt ihr schnell mal das Nachsehen. So, wir fahren jetzt hier weiter in Richtung Gegner-Cap und versuchen natürlich jetzt dem T26 E4, dem Super Pershing, in den Hintern zu schießen. Wir haben nachgeladen, 8 Schuss sind drin, machen immer so um die 90 bis 100 Schaden. Und mal gucken, ob wir den jetzt rausnehmen können. Schnell nach hinten schleichen. Und da haben wir den dicken Hintern eines Super Pershings. Ignoriert das Replay, da ist ein kleiner Bug, das macht aber nichts, wir haben ihn erwischt und ich war leider zu schnell im Nachladen, da steht dann ein T3485 vor unserer Nase und wir können leider gerade nicht schießen. Genau das ist das, was ich meinte, aber die 15 Sekunden sind relativ schnell vorbei, wenn wir denn irgendwas haben zu verstecken und wir schießen drauf. Die Keksheldin hat uns da direkt geholfen, habe ich mich ein bisschen gefühlt wie Captain Miller in Saving Private Ryan zum Schluss, wo er auf den Tiger schießt, aber gut. Hätten wir auch so geschafft. Dritter Kill. Wir gehen wieder in die Stadt und versuchen jetzt da noch ein bisschen aufzuräumen. Gerade beim Free Roam, also durch die Gegend zischen und anderen Panzern ins Heck zu ballern, ist der Panzer wirklich sehr gut. Da funktioniert jeder Autoloader verdammt gut. Also auch der hier. Allerdings ist es halt immer so eine Frage, ob man es bis dahin schafft. Ich wurde während meiner Zeiten hier ziemlich oft von Lights gejagt. Andere Lights, Tier 8 Lights, sind natürlich sehr viel stärker als ihr. Und wenn ihr euch mit denen anlegt, ja, habt ihr oft das Nachsehen, wenn euer Team euch nicht hilft. Jetzt haben wir hier das Heck eines T34s im Visier. Leider waren wir da zu langsam. Der eigene T44 hat ihn hier einfach mal weggepustet. Jetzt haben wir nur noch einen KV4 und einen KV4 mit 143 Pen anzugreifen, ist einfach schier unmöglich. Deswegen laden wir hier APCR. Wir können ja mal nachgucken, was wir da für Pen haben. 195. Ja, das ist okay, 195 Pen. Das reicht auch für den KV4. Gut, er ist jetzt ein bisschen angewinkelt. Wir müssen gucken, ob wir hier noch eine Schwachstelle finden. Ja, haben wir. Unseren fünften Kill. Das war es erstmal fürs erste Gefecht. So, das war das erste Battle hier mit dem 1357. Und ihr seht schon, 35.694 Credits. Wir haben 1.115 Schaden gemacht. Haben 18 Directives von 20 getroffen und 14 sind durchschlagen. Bisschen Gold haben wir auch geschossen. Deshalb hier die Munitionskosten massiv hoch. Aber die Repairkosten gehen. Die gehen höchstens auf 4.500. Allerdings macht der nicht allzu viel Geld. Ja? Ihr seht schon, mit Premium, ich glaube nicht, dass der hier einen verstärkten Bonus hat, wie alle anderen Premiums. Also Geld ist da eher mau und mal gucken, ob wir noch was hinkriegen. Bis gleich. Zum Abschluss gab es natürlich noch eine kleine Szene auf Nordwest. Die möchte ich euch hier noch zeigen und ganz zum Abschluss noch ein Fazit abgeben. Zum AMX 1357 muss man sagen, er ist derzeit wirklich etwas nur für Light-Liebhaber. Also wer 1375, 1390 fährt, für den ist die Karre Pflicht, um seine Crew zu leveln. Für alle anderen ist er ein bisschen schwieriger. Denn er bringt halt natürlich nur 3 Crewplätze mit. Das heißt, er kann wirklich nur sehr, sehr spärlich eingesetzt werden, um die Crew zu leveln. Er ist nicht jedermanns Sache durch die 143 Pen. Und da haben wir einen kleinen Lux, den werden wir jetzt mal auseinandernehmen. Der hat nur 440 HP. Einfach mal drauf. Okay, der erste Schuss ging daneben. Zweiter ist abgeprallt. Dritter hat jetzt mal endlich getroffen. Oh, wieder in den Fußboden geschossen. Das Maschinengewehr vom Lux ist aber ziemlich gefährlich. Für den hier mit 40 mm Panzerung, da geht halt wirklich alles durch. Und ja, wir haben ihn wenigstens rausnehmen können, müssen jetzt aber machen, dass wir verschwinden. Wie gesagt, der Panzer ist nicht für jedermann, denn wir müssen natürlich bedenken, er hat 143 Pen und Scout Matchmaking. Das heißt, er landet auch in Tier 10er und Tier 10er und 143 Pen ist nicht für jedermann. Gut, etwas weiter später haben wir hier das Heck eines Indienpanzers gefunden. Den wollte ich natürlich noch wegnaschen, immer schön in die Mitte, aber der Indien hat sich natürlich sofort auf uns gedreht, da wir ein AMX 1357 sind und jeder will einen Kill dieses Panzers. Deshalb mussten wir machen, dass wir wegkommen. Unser Magazin ist nun leer. Wir laden gerade nach. Noch 8 Sekunden. Und das Objekt 416 müsste den eigentlich schaffen, aber irgendwie hat er da massive Schwierigkeiten. Deswegen werden wir uns jetzt nochmal einmischen und uns den Kill sichern. Ja,
Wie gesagt, der Panzer ist nicht für jedermann und ich bin sehr gespannt, wie man da rankommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein kaufbarer Panzer ist, aber das ist nur meine Meinung. Ich bin mir da halt nicht sicher. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das waren die ersten bewegten Bilder zum AMX 1357, bewaffnet mit einer 57mm Kanone. Macht's gut, bis bald, euer Mo. Tschüss. Da kommt noch was zu dir. Ready. Okay, ich probier mal, ob das noch angekommen ist.